Vielen Dank, Susanne, für diese schöne Einstimmung.
Heute Abend ist hier Klaus Eurich zu Gast. Herzlich willkommen. Klaus Eurich ist denen, die schon länger bei Viamundi dabei sind, bekannt aus früheren Vorträgen. Ich freue mich sehr, dass er jetzt wieder da ist. Klaus Eurich ist lange Zeit Professor für Ethik und Kommunikation gewesen an der Universität in Dortmund. Und er hat sich intensiv mit Kontemplation befasst. Er ist Lehrer für Kontemplation. Er hat viele Bücher verfasst. Er hat ein Philosophiestudium hinter sich. Und ich habe sein Buch Aufstand für das Leben, eine Vision für eine lebenswerte Erde gelesen. Das ist 2016 erschienen und das berührt und beantwortet so viele Punkte, die uns eigentlich auf den Nägeln brennen schon lange Zeit und die vielleicht uns auch einen Wegweiser geben können, wohin es eigentlich mit der Menschheit in dieser schwierigen Zeit gehen kann, wonach wir uns orientieren können. Und ja, ich freue mich sehr, dass du heute da bist. Und wir haben uns geeinigt, dass wir das als ein Gespräch führen, wobei ich mehr so Impulse geben werde, Fragen stellen werde und ansonsten überlasse ich dem Klaus das Feld. Und ich möchte gerne anfangen mit der Frage, was hat es mit dem Aufstand auf sich? In deinem Buch steht drin, wir brauchen ein Menschenbeben. Vielleicht willst du dazu etwas uns sagen? Ja, gerne. Und vielen Dank auch für deine Einführung. Und das erste Musikstück, das wir gehört haben, von der Susanne an der Harfe, führt uns direkt in das Thema hinein. Der Titel lautet: Die Nacht ist vorgedrungen. Und das ist eine symbolische Aussage bezogen auf den Zustand unserer Zeit, wie ich das sehe. Eine Zeit, in der aus den unterschiedlichsten Gründen und in unterschiedlichster Intensität das Leben auf diesem Planeten in, ja, eigentlich nicht vorstellbarem Maße bedroht ist und teilweise bereits vernichtet ist, und wir uns noch weiter inmitten dieses Prozesses des Wütens befinden. Und da dachte ich mir, als ich mich damit beschäftigt habe, es reicht nicht mehr, einfach nur davon zu reden, wir müssen etwas verändern. Wir müssen an dieser oder einen Stelle vielleicht unsere Lebenshaltung überdenken, unseren Lebensstandard, wie wir uns dem Leben zuwenden. Es braucht mehr. Es braucht eine grundlegende Umorientierung und das verbinde ich mit dem Begriff Aufstand. Es ist also jetzt nicht dieses konventionelle Verständnis von Aufstand, dass Menschen sich erheben gegen ein Unrechtssystem, gewalthaft dagegen vorgehen und in der Folge entsteht ein neues Unrechtssystem, weil aus Gewalt im Letzten immer wieder nur Gewalt folgen kann. Sondern dahinter steht dieses Bild, dass wir in einem wahrhaftigen Sinne uns wirklich erheben müssen, aufstehen müssen, finden zu uns selbst, auch zu der Größe des Menschen und zu der Größe des Menschseins und zu der unglaublichen Potenzialität, die uns mitgegeben ist. Also all das, was durch die letzten Jahrhunderte, durch die Form unserer Art und Weise zu wirtschaften, umzugehen mit dem Leben auf den verschiedensten Ebenen, sehr weitgehend verschüttet worden ist. Vielleicht als Sehnsucht in den Menschen noch lebt, aber das ist im Alltag der Ökonomie, der Politik und des Umgangs miteinander kaum noch zu spüren. Ja, und man fragt sich immer, warum wacht die Menschheit nicht auf? Die Probleme sind brennend und trotzdem wird immer hin und her
gedacht und abgewogen und das, was eigentlich dringend zu tun wäre, offensichtlich zu tun wäre, das findet eigentlich nicht statt. Woran liegt das? Ja, Erwachen ist schon sehr viel da. Erwachen jetzt in dem Sinne, dass große Teile der Menschheit erkannt haben, was passiert und auch eine vielleicht mehr oder weniger diffuse Ahnung davon, wohin uns das führen wird. Das ist das eine. Das andere sind die Konsequenzen, die wir ziehen und die wir ziehen müssen. Und da geht es an unser Verhalten, da geht es an die Gewohnheiten, da geht es an unser zivilisatorisches Selbstverständnis. Denn nicht mehr und nicht weniger als das steht grundlegend in Frage. Das ist das eine. Das zweite ist, dass wir uns in der Hochphase einer evolutionären Entwicklung befinden. Man sagen kann, der Mensch und das Menschsein wird bestimmt von Zentrismen. Also dem Egozentrismus etwa. Dass ich nur auf mich und meine Bedürfnisse und allenfalls noch die meiner Nächsten schaue. Die Welt versuche von mir her und auf mich zu interpretieren. Und das setzt sich auf allen Ebenen der Kultur beispielsweise auch fort. Nehmen wir etwa die Religionen, die noch immer kaum mehr zu tun haben, als ihr Selbstverständnis zu finden in der Abgrenzung von anderen. Oder nehmen wir die Nationen untereinander. Es sind immer diese Zentrismen, dieser Eigenwille zum eigenen Vorteil hin, bis hin zum Anthropozentrismus, also dass wir uns als Menschen und als Menschheit absolut setzen und das andere Leben gleichfalls aus diesem Lebensnetz, in dem wir uns alle befinden, herauskapitulieren und eigentlich uns darauf beschränken, dieses Leben für unsere Zwecke auszubeuten. Und das ist eine tief sitzende, auch evolutionär gewachsene Gewohnheit, die in uns ruht. Und deswegen bin ich auch der tiefen Überzeugung, die sich, wenn man das will, auch bis ins Detail begründen ließe, der tiefen Überzeugung, dass wir so als Menschheit, wie wir im Moment sind, diese Krisen vielleicht erkennen können, aber keine Chance haben, im Letzten sie zu bestehen. Geschweige denn, sie zu bewältigen im Sinne, wir gehen etwas darüber hinaus. Das erfordert mehr als einen Willen, das erfordert mehr als leichte politische Korrektur und das erfordert auch mehr als persönliche Einsicht. Es erfordert im Letzten wirklich einen evolutionären Schub, wie wir ihn aber in der Menschheitsgeschichte schon des Öfteren hatten. Also das ist jetzt keine Aussage, die irgendwie zu Aussichtslosigkeit verleiten sollte oder zum Fall in eine kulturelle Depression. Es ist nur der Hinweis darauf, lamentiert und appelliert haben wir genug. Die Änderungen, die notwendig sind, erfordern eine radikale Neuaufstellung unserer Gattung bezogen auf das, was wir als Leben verstehen. Und wie wir uns als Menschen im Kontext dieses Lebens im Geiste der Verbundenheit sehen. Um nicht mehr und nicht weniger geht es. Und es macht keinen Sinn, da weiter herumzureden. Das fällt den Menschen ganz offensichtlich schwer, diesen revolutionären Schritt zu tun. Evolutionär. Den evolutionären, ja. Und wir sehen, oder viele sehen die Notwendigkeit und leiden an dem fehlenden Handeln. Und ich denke, ein wichtiger Punkt dabei ist die Angst. Und ein anderer Punkt ist wohl auch die Desorientierung. Uns fehlen die Ziele. Wir haben Ersatzziele gefunden, weil die eigentlichen Ziele nicht mehr für viele Menschen nicht mehr präsent sind. Ja, das kann man so sehen. Aber ich lasse das nicht als Entschuldigung gelten. Ja. Weil Menschsein heißt für mich die Bereitschaft und den Einsatz meiner Energie für Wachstum. Nicht ökonomisches, nicht materielles, sondern inneres Wachstum. Und wahres Menschsein beginnt mit Erkenntnis. Und mit der Steigerung von Erkenntnis.
und mit Wachstum in Erkenntnis. Und in der Verbindung der Erkenntnis, die wir erlangen, mit unseren Empfindungen und mit der Schulung unserer Empfindungen und mit der Annäherung unserer Empfindungen eben auch an anderes Leben und andere Bedürfnisse. Das ist ein Grundauftrag des menschlichen Seins, von dem würde ich auch ungern abrücken, nur weil wir einen vielleicht sehr, sehr großen Teil von Menschen auf diesem Planeten haben, die nicht an diesem Punkt sind. Aber da muss man dann natürlich auch die Frage stellen, warum sind sie das nicht? Und wir, wenn wir jetzt ein solches Gespräch führen wie heute Abend, wir unterhalten uns, bewegen uns auf einem äußerst anspruchsvollen und hohen Niveau, was auch sehr viel Bildung voraussetzt und sehr viel Wissen voraussetzt. Und wir leben in einer Komfortzone, in der es sich gut klagen lässt, in der wir aber trotzdem alles haben, was wir zum Leben benötigen und das im Überfluss. Und ein ganz großer Teil auf dieser Erde kämpft täglich ums nackte Überleben. Da geht es um andere Fragen. Da geht es nicht um einen evolutionären Schritt der Menschheit, sondern da geht es darum, wie bringe ich meine Familie heute durch und wie wende ich mich dem morgigen Tag zu. Ja? Und diese krassen Unterschiede, die wir auf der Erde haben, die wir auf diesem Planeten haben, die müssen immer mitbedacht werden. Und es geht nach meiner Auffassung von daher auch nicht um eine Kategorie wie Schuld, die ganz oft auftaucht. Ja? Ihr macht euch schuldig an den nächsten Generationen. Viele machen sich schuldig, ja. Wir in den hochkapitalisierten Ländern machen uns schuldig. Wenn man von der Definition her kommt, was Schuld ist. Ich würde sagen, Schuld beginnt immer erst da, wo ich willentlich und wissentlich anderes Leben schädige. Und zumindest dieses wissentlich ist bei uns gegeben. Es ist aber auf einem Großteil dieser Erde nicht gegeben, weil den Menschen auch die entsprechenden Informationen entzogen werden, weil sie durch viele Staaten unterdrückt werden, weil die Hälfte dieser Bevölkerung, die Frauen beispielsweise, schon gar keine Möglichkeiten und Chancen haben, an Informationen und an entsprechende Bildung zu kommen, etc. Also die Situation ist komplexer, sie ist schwieriger, sie ist vielfältiger, als wir sie nur, wenn wir uns auf uns selber beziehen, hier in der Bundesrepublik Deutschland im Moment, es von hier her betrachten. Und das macht gleichzeitig aber auch diese gigantische Herausforderung deutlich, vor der wir uns befinden. Ja? Nehmen wir mal das Beispiel Brasilien, nehmen wir mal das Beispiel Regenwald. Dort wird von einem Bolsonaro willentlich und wissentlich, kann man sagen, die Lunge der Erde zerstört. Er weiß genau, was er tut. Und gleichzeitig die Menschen, die das tun, die kämpfen um ihr Überleben. Die brauchen den Boden für Pflanzen, die dort auf Plantagen angepflanzt werden, etc., etc. Ja? Und ich schildere das deswegen in dieser wirklich erheblichen Unterschiedlichkeit der Lebensbedingungen und Lebensformen auf der Erde, weil uns das zeigt, wir kommen hier nicht mit einer Strategie weiter und wir kommen hier nicht mit einem bestimmten politischen Plan weiter, sondern es erfordert viele Pläne, es erfordert viele Zielorientierungen, es erfordert sehr, sehr viele Schritte, um sehr, sehr viele Menschen mitzunehmen, damit wir eine Chance haben. Und dann reden wir nicht über die 10 Jahre, die wir bräuchten, die wir maximal noch haben, sondern dann reden wir über 20, 30, 40 Jahre, bis diese Prozesse wirklich Früchte tragen können und bis sie Wirkung zeigen. Ja? Und diese Einsicht, ich verbinde die jetzt nicht mit einer Desillusionierung, wir werden zu dem Punkt da auch noch kommen in unserem Gespräch, hoffe ich, aber ich möchte auch appellieren an eine gewisse Nüchternheit in der Betrachtung, dass wir uns nicht wieder in irgendwelche Träume verlieren und in irgendwelche Hoffnungen, die einfach nur billig sind, weil sie keine Substanz haben und weil sie sich nicht verbinden mit den tätigen Aspekten, die notwendig sind, damit eine Hoffnung auch in Leben überführt werden kann. Ja, das klingt heftig. Ich wünsche mir einfach immer sehr, dass wir hier etwas dazu beitragen können, dass sich das zu einer positiveren Entwicklung wandelt. Und die Frage ist immer, was steht uns dabei im Weg?
Also ich denke, wir könnten, wenn wir Mechanismen bei uns erkennen, die wir konkret angehen können, dann können wir vielleicht hier schon einen Prozess anstoßen, der vielleicht irgendwann mal eine segensreiche Wirkung hat. Und ich möchte als Beispiel dafür jetzt einfach nur benennen, dass wir sowohl was unser Bewusstsein angeht, als auch was unsere Möglichkeiten der Gestaltung angeht, sehr viel dazu beitragen können, dass es gerechter wird auf dieser Welt, dass Menschen in anderen Regionen nicht in einer unmittelbaren existenziellen Not leben müssen und damit vielleicht auch die Kraft hätten und die Zeit hätten und vielleicht auch irgendwann die Bildung, um sich diesen wichtigen Themen zu stellen. Ja, das ist selbstverständlich, dass wir in diesem Bemühen auf allen Ebenen nicht nachlassen dürfen, sondern ganz im Gegenteil, das dramatisch dynamisieren müssen. Und wenn ich mir etwa mal die Vereinten Nationen anschaue und den UNO-Generalsekretär, der betont das ja wirklich auch in aller Deutlichkeit, und viele Menschen auch dokumentiert durch zahllose Initiativen auf diesem Planeten, gehen ja schon in diese Richtung. Und ich möchte auch daran appellieren, dass wir, obwohl es ein globales Problem ist, uns trotzdem vielleicht abgewöhnen sollten, immer auf die große Zahl und auf die große Masse zu schauen, sondern sich im Wesentlichen auch auszurichten auf den Bereich, den wir selber überschauen, auf den bezogen wir eine gewisse Verfügbarkeit haben, den wir also mitgestalten und gestalten können, indem wir zeigen können, wie wir das durch das eigene Beispiel auch ernst meinen. Und das sind dann nicht nur die berühmten Tropfen auf die heißen Steine, sondern ich glaube, jede einzelne Umkehr eines Menschen oder jede einzelne Neuausrichtung eines Menschen ist ein Zeichen für die Möglichkeit des Ganzen. Und mir ist in diesem Kontext auch wichtig, dass wir uns aus der Perspektive verabschieden. Wir tun das für uns. Und wir tun das in unserem von uns überschaubaren zeitlichen Horizont sich etwas ändert. Das werden wir kaum noch erleben. Unsere Aufgabe ist nicht in erster Linie mehr für uns zu sorgen. Unsere Aufgabe ist, nach dem, was wir vermasselt haben, wirklich für die Kommenden da zu sein. Für die, die nach uns kommen, unsere Enkel und unsere Urenkel. Und hier wirklich Spuren zu legen, die vielleicht eines Tages dann einmal aufgenommen werden können, wenn die alten Systemstrukturen zusammengebrochen sind, was man ja fast schon berechnen kann in der Wahrscheinlichkeit. Es ist also durchaus neben den strukturellen Notwendigkeiten, die von Politik gesetzt werden, aber wir sehen ja, wohin das führt, der Appell an die individualethische Komponente. Und ich glaube, wir stehen in dieser Verpflichtung auch uns selber gegenüber. Auch einfach nur aus Gründen der Selbstachtung. Uns wirklich ernst nehmen als Menschen, die die Gnade haben, wirklich alles zu erkennen. Die Gnade haben, unendlich viel zu gestalten. Die große Philosophien, die große Religionen, die wunderbare Architektur, die traumhafte Musik, die wirklich Sonnenseiten der Kunst fabriziert haben, die Erhabenheit zeigen, die an sich in uns lebt. Ja? Und dass wir das endlich ernst nehmen und uns nicht von den Bequemlichkeiten, in denen wir durchs Leben gehen, bändigen lassen und fesseln lassen. Ich möchte da aber auch gleich wieder einen kleinen Tropfen Wermut hineingießen, weil ich mir nicht sicher bin, ob wir dazu überhaupt in der Lage sind, als jeweils Einzelne und nicht, sagen wir jetzt mal, einzelne herausragende Gestalten wie ein Johann Sebastian Bach oder ein Beethoven oder ein wer auch immer. Weil das, meine ich, von unserer Gattung und auch von uns ganz konkret hier in diesem Land
gleichsam einen Wandel erfordert, einen grundlegenden Wandel erfordert, der uns auf ein ganz neues Niveau hebt. Und das ist die Herausforderung. Und das meint Aufstand. Es meint das Einsteigen in den Beginn eines wirklichen evolutionären Schubs. Man sagt, wir seien vom archaischen Zeitalter über das magische Zeitalter in das Mythische gelangt, wo wir begonnen haben, Mensch zu werden, weil die Sinnfrage entstand und wir über uns hinausgewachsen sind und Kultur entstand. Wir sind weitergegangen in das Rationale, das sogenannte Zeitalter, in dessen Endphase wir heute leben, wo wir eine unglaubliche Leistungssteigerung der menschlichen Fähigkeiten zu verzeichnen haben, eine geradezu irrwitzig zu nennende Effizienz in allem und gleichzeitig auf gleicher Spiegelhöhe eine Defizienz, was wirkliche Kultur betrifft, was Verbundenheit mit dem Leben betrifft, was Solidarität betrifft und Mitmenschlichkeit und Dienst an der Schöpfung. So, die Stufe, die vor uns liegt, nennen wir in der Philosophie nach Jean Gebser beispielsweise die integrale Stufe oder dann noch eins weiter die transzendentale Stufe. Also dieses nochmalige wiederum Hinauswachsen über uns. Jetzt in einen Geist hinein, in dem wir nicht nur die Notwendigkeit und die wissenschaftliche Bestätigung der Verbundenheit allen Lebens erkennen und analysieren, sondern wo wir lernen, das zu spüren und mit dem ganzen Leben darauf zu reagieren. Ich will das mal verdeutlichen an einem Satz, den Albert Schweitzer formuliert hat, einer der ganz großen Propheten des 20. Jahrhunderts, der eigentlich auch so gut wie alles schon gesehen hat, erkannt hat, für uns formuliert hat in einer wunderbaren Ethik. Und Albert Schweitzer hat in seiner Autobiografie aus meinem Leben, hat er Folgendes geschrieben, ich zitiere: Du vertiefst dich in das Leben, schaust mit wachen Augen in das gewaltige, belebte Chaos des Seins. Und dann erfasst es dich wie einen Strudel. In allem erkennst du dich wieder. Alles, was dir nun begegnet, das bist du. Alles, was dir nun begegnet, das bist du. Verstehst du? Das ist die Herausforderung. Nicht mehr in diesem klassischen Ich und die Spaltung hin zum Du, sondern ich erkenne mich im Du. Ich erkenne mich im anderen Leben. Ich erkenne mich in der Geschwisterlichkeit wieder. Ich bin Mensch nur durch den Dienst des anderen Lebens an mir. Und entsprechend stehe ich in einer dienenden Verpflichtung an dem anderen Leben. Sonst bricht das Lebensnetz insgesamt zusammen. Und wir befinden uns mitten in diesem Prozess. Es war, glaube ich, im Jahre, ich lege mich nicht genau fest, aber es dürfte im Jahr 1988 gewesen sein. Da hat Ernst Ulrich von Weizsäcker an meiner Universität in Dortmund einen Vortrag gehalten. In dem hat er eigentlich schon alles gesagt über den Zustand der Erde. Und er hatte ja eine leichte Gehbehinderung und immer einen Gehstock dabei. Und hat dann im Sekundentakt, hat er diesen Stock auf die Erde geschlagen und hat gesagt, wie viel Mutterboden in diesem Moment verschwindet, wie viel Quadratkilometer in dieser Minute neu versiegelt werden. Und, sagte er, alle 24 Stunden verschwinden etwa 200 Arten, Lebensformen, irreversibel, unwiederbringlich von diesem Planeten. Und daran hat sich bis heute überhaupt nichts geändert. Im Gegenteil, die Geschwindigkeit hat zugenommen. So, von daher der Schritt zum Du, mich erkennen im Du des anderen Lebens, lernen, und das zeigt die Herausforderung, das zu empfinden, nicht nur zu denken. Denn nur wenn ich in der Empfindung lebe, komme ich vielleicht auch zum Handeln. Und in der Hoffnung und der Erwartung, dass diese Empfindung mich dann auch so etwas führt wie eine Vorstufe der Liebe zu anderem Leben. Also eine Liebe, die nicht mehr nur kaserniert ist in mir
und bezogen auf meine eigenen Bedürfnisse und die meiner Allerengsten. Ja, das war jetzt nochmal eine Umschreibung, was ich vorhin kurz meinte mit dem evolutionären Schritt, der als Notwendigkeit vor uns liegt, in dieses Zeitalter der Bewusstheit, der Verbundenheit von allem Leben und dem entsprechenden Handeln und sich Verhalten. Das, was uns in diese Situation geführt hat, ist ja im Wesentlichen ein, dass wir uns als getrennt wahrgenommen haben. Wir waren unsere Interessen und die haben mit den Interessen der anderen nichts zu tun. Wir sind unverbunden, wir machen unser Ding, wir suchen unseren Erfolg und uns fehlt eigentlich die Beziehung zu dem anderen, die Verbundenheit zu dem anderen. Also es geht darum, dass wir das auf vielen verschiedenen Ebenen wieder lernen wahrzunehmen. Und ja, das ist das eine. Ja. Da bin ich auch hundertprozentig bei dir. Es gibt nur Widersacher, um es mal so zu nennen. Und die Hauptwidersacher sind die gewachsenen Strukturen. Und ist etwa das, was wir in der Friedensforschung auch die strukturelle Gewalt nennen. Also Unrechtsbeziehungen und Gewaltbeziehungen etwa auch an der Natur, die fest eingebaut sind in Strukturen. Und wo wir dann das persönliche Leid und das direkte Leid des anderen Lebens auch überhaupt nicht mehr wahrnehmen. Ja? Die Ernährung ist dafür ein gutes Beispiel. Ja, diese unendlichen Tonnen von Fleisch, die täglich verarbeitet werden und die dann aalglatt in den Supermärkten liegen und du siehst dahinter nicht die Schreie der Tiere in den Kerkern, in denen sie sind und in den Schlachthöfen etc. Das wird durch die Strukturen, wird das verborgen. Und du musst einiges an Energie aufbringen, um dich dort immer wieder hineinzudenken und hineinzuempfinden. Wirst dann aber irgendwann auch an einen Punkt kommen, wo du dir selber eingestehen musst, du kannst das nicht mehr. Dieses Leid ist, wenn es dir bewusst ist, im Letzten nicht zu tragen. Es ist nicht zu tragen. Weswegen ich auch eine gewisse Nachsicht habe damit, dies immer wieder in unsere Kultur auch zu verdrängen. Gleichzeitig noch mehr Informationen zu fordern, aber dann auch wieder eine Nachsicht, dass nicht jeder Mensch all dies an sich heranlassen kann. Also es ist verzwickt. Es ist schwierig. Es hängt einerseits an uns und gleichzeitig spielen noch ganz andere Kräfte mit, auf die wir keinerlei Einfluss haben. Trotzdem würde ich immer in die Ermutigung hineingehen, zu sagen, wenn du nicht beginnst oder wenn ich das, was ich jetzt sage, nicht ernst nehme, ja, wer soll es dann tun? Wer soll es dann tun? Dann sind unsere Schecks einfach nicht gedeckt. Und dann werden wir keine Chance haben. Und dann habe ich auch ein letztes Urvertrauen, dass wir ja nicht immer sehen müssen, was das für Folgen zeitigt, wenn wir etwas tun oder die, mit denen wir verbunden und verbündet sind, sondern dass es hier auch ein unsichtbares Wirken gibt, auch ein unterschwelliges Wirken gibt. Und irgendwann ist dann vielleicht ein Zustand erreicht und dafür gibt es auch in der Natur jede Menge Beispiele. Ja, das ist das zweite dialektische Gesetz nach Karl Marx, dass es immer einen Zustand gibt, wo ab einer bestimmten Qualität eine neue Qualität erreicht wird. Gleichsam ein Umkippen des Systems. Ja. Es gibt also nicht nur die negativen Kippeffekte, die wir in der Klimaforschung im Moment immer wieder betonen, also wann etwa kippt der Golfstrom, ja, sondern es gibt auch diese positiven Kippeffekte, auch wenn wir sie nicht berechnen können. Aber wann wird das System instabil, kollabiert? Und es entwickelt sich etwas Neues, weil eine bestimmte Grenzgröße von Menschen überschritten worden ist, die anders handeln, die das erkannt haben, ohne dass sie direkt miteinander verbunden sind. Ja? Also auch das dürfen wir, können wir, sollen wir immer im Spiel halten, weil das jede einzelne Tat und jedes einzelne Aufstehen für das Leben in ein ganz neues Gewicht führt. Das führt uns ja dann auch wieder zu uns selbst zurück, weil es ist ja auch schwierig. Viele Menschen ziehen sich in ihrem Nichthandeln darauf zurück, dass sie sagen, was kann ich schon tun? Die Strukturen sind so, die Politik ist so,
Wir sind dem ausgeliefert und das droht dann uns da zu einer Handlungslosigkeit zu führen. Ich kann dieses Argument, entschuldige, wenn ich dir ins Wort falle, das ist nicht so meine Art, aber ich kann dieses Argument einfach nicht mehr hören. Ja. Was sollen wir denn tun? Alleine kann ich ja doch nichts ändern. Das ist für mich wirklich eine Aufgabe jeglicher Selbstachtung und, um es krass zu formulieren, des Menschseins. Ja, genau. Also das heißt, was können wir tun? Das ist doch für uns letztendlich die entscheidende Frage. Ja. Und es kann sein, dass aus dem Wandel des Einzelnen, der vielen Einzelnen, dann ein Wandel entsteht, wie du schon gesagt hast, in dem ein ganzes System ins Kippen kommt. Ja. Gut, was können wir tun? Ich glaube, jedem tun, wenn es nachhaltig sein will und wenn es durchdacht sein will und wenn es auch eine exemplarische Qualität haben will, liegt eine bestimmte Haltung zugrunde. Und Haltung resultiert aus einem bestimmten Ethos. Das Ethos handelt immer von der Gutheit des Menschen, wenn wir es mal nach Aristoteles versuchen zu definieren. Und da ist eigentlich in der Geschichte schon so gut wie alles gesagt. Ich möchte einfach mal ein paar Beispiele vielleicht nennen. Nehmen wir mal den Aurelio Augustinus, also einen der ganz großen Kirchenväter, der für mich in einem Satz die christliche Ethik auf den Punkt bringt. Er sagt in Latein, Dilige et quod vis fac. Liebe und dann kannst du tun, was du willst. Wir ergänzen, du wirst dann zwar auch scheitern, aber die Liebe lehrt dich wieder zu erkennen, was du falsch gemacht hast und sie führt dich wieder zurück. So, das ist ein wunderbarer Satz. Liebe und dann kannst du tun, was du willst. Das ist jesuanisches Denken und Empfinden pur. Aber was ist Liebe? Was ist Liebe? Menschen sagen, und auf einer gewissen sentimentalen Ebene billige ich ihnen das natürlich auch zu, dass sie ihre Kinder lieben. Sie sagen, dass sie ihre Enkel lieben, ihre Partnerin, ihren Partner lieben. Und trotzdem, durch das Handeln und das Verhalten, entziehen sie denen, die nach uns kommen, gnadenlos die Existenzgrundlagen. Es ist also eine begrenzte Liebe. Es ist eine noch in uns eingeschlossene Liebe. Es ist noch keine Liebe, die sich wirklich transzendiert, die sich auf das Leben an sich hin bewegt. Ja, also so viel zu einem Satz etwa wie dem von Aurelio Augustinus. Oder nehmen wir mal den Thomas von Aquin mit seiner wunderbaren Tugendlehre. Dass er sagt, die Tugenden, die wir benötigen für das richtige Handeln, und das würde ich so eins zu eins in die Gegenwart übertragen, das ist erstens die Klugheit, also verstanden als, wir müssen erkennen lernen, wir müssen verstehen. Wir sollten vielleicht an die Stelle von Klugheit hier besser Weisheit setzen. Das Zweite, die Gerechtigkeit. Thomas bezog das noch nur auf den Menschen. Wir sagen heute, Gerechtigkeit dem Leben an sich gegenüber. Gib allem Leben, was dir begegnet, das, was es braucht. Es gibt dir ja auch, was wir brauchen. Das Dritte, die Tapferkeit. Eine fast verloren gegangene Tugend. Wobei Thomas sagt, die Tapferkeit geht immer bis zum Tode, sagt sie. Und dann noch ein ganz wichtiger Satz. Hinter das einmal Erkannte dürfen wir niemals zurückfallen. Hinter das einmal Erkannte dürfen wir nie wieder zurückhalten. Und dann vielleicht die modernste dieser vier Tugenden. Finde immer das angemessene Maß. Das ist kein Mittelmaß, sondern das ist das Maß zwischen den Extremen. Ja, also etwa die Tapferkeit ist das Mittelmaß zwischen Feigheit und Tollkühnheit. Es ist die Bewährung im Leben und im Alltag. So, das ist eine wunderbare Orientierung. Das ist eine Lebensmaxime, der wir folgen können. Oder nehmen wir den berühmten Philosophen der Aufklärung Immanuel Kant mit seinem berüchtigten kategorischen Imperativ. Für mich das Grundgesetz der Achtsamkeit. Handle immer so, dass alles, was du tust, zugleich ein allgemeines Gesetz sein könnte. Nochmal, handle immer so,
Das denken wir jetzt mal auf wirklich alles weiter, was wir am Tage tun. Dass alles, was du tust, zugleich ein allgemeines Gesetz sein könnte. Also was wäre, wenn das jeder täte? Ja? Auch das hervorragende Grundlagen. Und so geht das weiter. Ja, so geht es mit einem Kant-Schüler im 20. Jahrhundert weiter, mit dem Hans Jonas, der den kategorischen Imperativ um einen ökologischen Imperativ erweitert hat. Also handle immer so, dass alles, was du tust, zugleich der Permanenz des Lebens dient. Ja, also diese Lebensorientierung. Oder dann eben das für mich auf dem Höhepunkt dieses Denkens der Lebensorientierung, die auch sogenannte Lebensethik von Albert Schweitzer, die man in einem einzigen Satz zusammenfassen kann, der alles ausdrückt: Ich bin Leben, das Leben will. Inmitten von Leben, das ebenfalls Leben will. Ja? Der Wille des Lebens wird respektiert. Ich respektiere meinen Willen. Und es ist eine Selbstverständlichkeit, diesen Willen allem Leben auf diesem Planeten zuzubilligen. Und ohne ihn oben und unten und höher oder nieder zu unterscheiden. Dagegen hat sich Albert Schweitzer ganz bewusst verwahrt, weil das dann wieder nur ein Unterscheiden auf uns zu ist. Also, nur mal diese Fragmente, das wäre eine Orientierung. Und da könnte man natürlich nun entgegenhalten, das ist ja wieder nur Kopf, das ist ja wieder nur Philosophie. Und auch an der Stelle möchte ich mit Albert Schweitzer argumentieren. Er hat gesagt, es reicht nicht, dass wir nur sentimental und aus irgendwelchen Gefühlen kommend versuchen, etwas zu erkennen und dann etwas zu tun. Sondern er sagt, die gesamte Ethik und die gesamte Lebenspraxis, die wir haben, sie muss denknotwendig zu erschließen sein. Sie muss denknotwendig erkannt werden. Denn das Denken und die Analyse, die rationale Analyse, die kausalen Zusammenhänge und die entsprechenden Schlussfolgerungen, das ist das, was wir wirklich können. Ich glaube, da hat unsere Kultur weitestgehende Fähigkeiten entwickelt. Und deswegen sagt er, setzt die Kraft des Denkens ein. Und wenn ihr sie ehrlich einsetzt, werdet ihr erkennen, was ihr tun müsst. Ihr werdet es erkennen. Und jetzt denke ich an der Stelle Albert Schweitzer einmal weiter. Wenn wir wirklich an diesen Punkt gelangen, und das traue ich uns durchaus zu, von der Denknotwendigkeit die Handlungserfordernisse zu erschließen und gegebenenfalls umzusetzen auch in Praxis, dann wird uns diese Praxis in Begegnung führen, in Begegnung mit dem anderen Leben. Wir kommen dann aus der Isolation und der Vereinzelung und der Ich-Zentrierung heraus. Und nach meiner Erfahrung ist die Begegnung mit anderem Leben der erste Schritt zur Empfindung, zur wirklichen tiefen Herzensempfindung der Verbundenheit und der Vorschritt zur Liebe. Und dann können wir den Augustinus wieder in den Horizont nehmen, beziehungsweise dieses jesuanische Gebot, geh in die Liebe und dann wirst du richtig handeln. Also das sind Schritte, die sind erkennbar und da sie erkennbar sind, sind sie an sich und im Prinzip auch gehbar. Ich würde das gerne mal noch konkretisieren. Mit vier Lebenshaltungen, die daraus erwachsen. Weil man kann ja die Frage stellen, wie überführt man ein solches Ethos in dieser historischen, in dieser evolutionären Situation in Handlung hinein. Und ja, ich will schon ganz ehrlich erklären, wo ich das her habe. Ich habe mich früher ganz intensiv mit den Gelübden der Mönchskultur beschäftigt, diesen drei Gelübden, die wir überall haben und finden, übrigens nicht nur im Christentum. Weil mich die Frage interessiert hat, wie kommt es, dass eigentlich alle Gemeinschaftsformen auf dieser Erde immer wieder zerbrechen und auch alle zerbrochen sind. Die einzigen, die überstanden haben, sind diese spirituellen Gemeinschaften. Und was ist ihr Fundament? Und dann waren es diese drei Grundsätze, die Armut und die Keuschheit und der Gehorsam. Schreckliche Ausdrücke. Ja, so von heute her betrachtet, niemand will arm sein, niemand will keusch leben, niemand möchte sich irgendeinem blinden Gehorsam aussetzen. Aber dahinter steckt was ganz anderes. Und wenn wir das nämlich transformieren und in unsere gegenwärtige Situation bringen, dann erschließen sich ganz neue Horizonte. Und dann würde ich auch sagen,
könnten daraus Haltungen resultieren für jeden von uns, die lebbar sind und die uns genau auf diese Spur führen, die wir vorher denknotwendig erkannt haben. Transformieren wir die Armut in Einfachheit. In Einfachheit. Wir definieren Einfachheit als: Begnüge mich mit dem, was du zu einem Leben in Würde brauchst. Zu einem Leben in Würde brauchst. Aber verzichte auch auf das, was du zu einem Leben in Würde nicht brauchst. Was dein Verständnis von Würde ist, Thomas, und was meines ist, das ist natürlich eine ganz persönliche Frage. Und so eine solche Frage wird beispielsweise die Familie eines Botschafters, die in einem entsprechenden Viertel lebt und leben muss, repräsentieren muss, etwas anders beantworten als jemand, der in ganz normalen Arbeitskontexten steht. Aber dieses sich bescheiden und gleichzeitig zu sehen, dass diese Einfachheit auch eine ganz tiefe spirituelle Seite und eine ganz tiefe spirituelle Bedeutung hat. Und beides muss zusammenwirken. Ich möchte das mit einem Zitat verdeutlichen. Und dieses Zitat ist von einem der ganz modernen Mystiker des 20. Jahrhunderts, nämlich der frühere, durch den britischen Geheimdienst ermordete UNO-Generalsekretär Dag Hammarskjöld. Dag Hammarskjöld, als sein Flugzeug, mit dem er zurück war, von Zentralafrika nach Europa abgeschossen wurde, er lebte noch kurz, ganz kurz. Und man fand in seinem Jackett ein kleines Heft mit Notizen, eine Art Tagebuch, das später veröffentlicht worden ist unter dem Titel Zeichen am Weg. Und aus diesem Tagebuch zitiere ich einfach mal das, was er reingeschrieben hat, zum Thema Einfachheit. Ich hoffe, ich bekomme es richtig zusammen. Einfachheit heißt, die Dinge nicht nur in Bezug auf mich selber zu sehen, sondern in ihrer heiligen Unabhängigkeit. Einfachheit heißt, sehen und urteilen und handeln von dem Punkte her, an dem ich in mir selber ruhe. Wie vieles fällt da weg? Und wie fällt alles andere in die rechte Lage? Im Zentrum meines Lebens stehend, begegnet mir eine Welt, in der alles auf wunderbare Weise lebt. Und dann wird die Wolke zu einer Offenbarung. Dann wird der Berg zu einem Geheimnis. Und dann wird der Mensch zu einem unendlichen Kosmos, der sich uns nie ganz enthüllt. Für den Einfachen ist das Leben einfach. Aber es öffnet ihm ein Buch, in dem er selten über die ersten Buchstaben hinauskommt. Dag Hammarskjöld. Also, er nimmt dieses geistige Universum mit hinein. Er nimmt dieses Lass all das fallen, was dich beschwert, mit hinein. Er nimmt das Mysterium mit hinein, das Geheimnisvolle in der Schöpfung etc. Und nach seinem Verständnis, und er war ja nun Vollblutpolitiker, er hat bewusst zölibatär, ehelos gelebt, weil er sagte, dieser Dienst erfordert alles, den kann ich mit niemandem teilen. Er war ein zutiefst spiritueller Mann und hat so auch seine Politik verstanden. Und ich glaube, das ist die Haltung. Das ist die Haltung, die wir brauchen. Und das ist das, was Einfachheit meint. Das Zweite, Keuschheit, das möchte ich übersetzen mit einem Begriff, den ich gelernt habe bei Mahatma Gandhi, also dem großen indischen Freiheitskämpfer und Freiheitslehrer. Mahatma Gandhi hat selber übersetzt den Sanskrit-Begriff, also den Begriff in der Sprache der Hindu-Weisen, den wir in allen asiatischen Ethiken finden, nämlich Ahimsa. Ahimsa hat er übersetzt als A Spirit of Nonviolence, Geist des Nichtverletzens. Wir denken das weiter. Tritt allem Leben, nicht nur einem Menschen, in der nicht verletzenden Haltung gegenüber. Allem Leben. Das betrifft die Partnerschaft. Das betrifft die sexuelle Ebene. Das betrifft die Ebene Eltern-Kinder. Die Ebene Arzt-Patient. Das betrifft die Ebene Mensch-Tier, Mensch
Umwelt, Natur etc. Wenn wir es da schaffen würden, in allem in dieser Haltung zu stehen, du darfst dich nähern, weil Leben lebt auch von Begegnung, aber überschreite keine Grenze. Tritt nicht zu niemandem zu nahe. Verletze nicht die Integrität und die Würde deines Gegenübers. Das meint keins des Nichtverletzens. Dann haben wir auch eine letzte Unschuld, die eine viel tiefer gehende Unschuld ist, als die, die etwa abgefordert wird in dem Verständnis von Keuschheit und von Zölibat. Eine, die wirklich aus dem Leben kommt, die sich nichts versagt, nur den Grenzübertritt, nur die bewusste und willentliche Verletzung, aber die Schönheiten des Lebens auch in vollen Zügen genießen kann und darf. Für mich übrigens gehört zu dieser Haltung heute des Nichtverletzens ein vegetarisches Leben völlig selbstverständlich dazu, völlig außerhalb jeglicher Diskussion, so wie wir mit den Tieren und der Tierwelt unter den Bedingungen von Massentierhaltung umgehen. Das ist von mir keine Absage an so etwas wie Nutztierhaltung oder so. Ich glaube nur, wir müssen eine völlig neue Form der Kooperation mit der Tierwelt finden. Eine völlig neue Form des Umgangs finden, die von unserer Seite von ganz tiefem Respekt geprägt ist. Und dann wird sich auch unsere Verhaltung des Konsums bezogen auf anderes Leben ganz grundlegend ändern. Ja? Und das Dritte, der Gehorsam. An die Stelle würde ich das alte Lutheranerprinzip eben setzen, die Gewissensverpflichtung. Folge im Letzten deinem Gewissen. Das wäre mir übrigens auch als Hochschullehrer, ich habe hier Journalistinnen und Journalisten ausgebildet und habe dort unter anderem Kurse in Ethik gegeben. Das war mir am Ende dieser Kurse, war mir das immer ganz wichtig, auch wenn mich das oft ins Kreuzfeuer der Kritik gebracht hat. Wenn ich gesagt habe, es gibt kein Gesetz auf dieser Erde, von keinem Staat, das ihr befolgen müsst, wenn es eurem eigenen Gewissen widerspricht. Ja? Das Gewissen ist die letzte Instanz in uns. Und sie ist nach meiner persönlichen Auffassung göttlichen Ursprungs, diese Instanz. Natürlich, das Gewissen kann täuschen und wir brauchen so etwas wie die Unterscheidung der Geister, also immer wieder auch die Prüfung dessen, was wir für unser Gewissen handelten. Das ist das dritte Kriterium dieser drei und Gelübde. Und ich möchte diesen Gelübden einen Rahmen geben mit einem Begriff, der das alles verbindet. Und das ist der Begriff der Geschwisterlichkeit allem Leben gegenüber und Leben in Solidarität. Was mir dazu immer wieder begegnet, das ist, dass ich den Eindruck habe, das ist alles wahr, man kann es auch verstehen, trotzdem kommt es bei vielen Menschen nicht ins Handeln, weil sie sich davon nicht berühren lassen. Mhm. Und die Frage ist, wie können wir Menschen dahin finden, berührbarer zu werden, mehr von diesen Dingen wieder zu spüren und sie so tief in uns zu spüren, dass sie unser Leben und Handeln verändern. Wir müssen bei uns selber anfangen, Thomas. Es gibt leider keine andere Aussage. Aber die gesamte Veränderung des Planeten beginnt bei dir. Und sie beginnt bei mir. Und sie beginnt bei uns, bei allen, die zuhören. Da gibt es keine andere Wahrheit. Und wir müssen Realisten genug sein, zu erkennen, dass wir nie alle Menschen erreichen werden. Weil ein Großteil auch gar nicht erreicht werden will. Nicht will. Auch dieses Leben, so wie es ist, und mag es so destruktiv sein, wie es ist, trotzdem in dieser Form auch genießen und das auch wollen. Und um es mal drastisch zu formulieren, solange die Kühlschränke noch voll sind, wird sich auch nichts ändern. Das heißt, und da möchte ich jetzt nicht irgendein Katastrophenszenario entwickeln, weil diese Katastrophen werden unweigerlich kommen. Sie sind fast zu berechnen in der zeitlichen Wahrscheinlichkeit. Es werden uns, wie so oft in der Geschichte, wird
das sich ereignende Desaster uns Hilfestellung geben. Und ich glaube deswegen auch nicht, dass wir solche Utopien formulieren sollten, in denen wir uns ausmalen, wir wollen mit dem nächsten Schritt in die neue Erde und in die neue Welt. Vorher liegt für uns noch etwas ganz anderes. Es liegt für uns das vor uns, was Martin Buber in seinem 1950 erschienenen ganz wunderbaren Buch Pfade in Utopia geschrieben hat. Er sagt, es gibt für uns keine Rettung im klassischen Sinne. Es gibt für uns vor allen Dingen keine Rettung in irgendeinem Zurück. Es gibt für uns immer nur ein Hindurch. Hindurch aber werden wir nur kommen, wenn wir wissen, wohin wir wollen. Das ergänzt er noch. Aber dieser Begriff des Hindurch ist für mich ganz wichtig geworden. In dieser Phase stehen wir. Durch diese Zeitenwende hindurchkommen, hindurchgehen. In Haltung, mit Haltung hindurchgehen. Und auch den Mut haben, vorne wegzugehen. Und hier einem Grundsatz folgend, wie er in seiner schlichten Sprache und absolut zugespitzt Franziskus, also das Original, der Heilige im 12. Jahrhundert, formuliert hat, plus exemplo quam verbo, hat er gesagt, plus exemplo quam verbo. Es geht viel mehr durch dein gelebtes Beispiel als durch das Wort. Also mit diesem gelebten Beispiel, in der Umgebung, in der wir sind und leben, unbeirrbar, einfach diesen Weg, nicht verletzend und ohne dogmatisch zu werden, gehen. Das ist das, was wir tun können. Und das ist unglaublich viel. Und das wird uns verändern. Und wenn es uns verändert, verändert es die Menschen mit, an unserer Seite, auch wenn wir es nicht mitbekommen. Aber Spuren hinterlässt es. Und wenn nicht, dann ist das auch in Ordnung so. Ich habe da so eine biblische Geschichte, die mir ganz wichtig geworden ist. Schon immer wichtig war, weil ich sie eine der schönsten Metaphern für gelingendes Leben finde. Ein gelingendes Leben, das auch das Scheitern mit einbezieht. Weil Scheitern ist kein Stigma. Scheitern gehört zum Leben und es muss etwas zerbrechen, bevor Neues entstehen kann. Das betrifft auch unseren Lebensweg. Ja? Ohne Scheitern würden wir hölzerne Marionetten und es geben überhaupt gar keine Impulse. Und das ist dieses Gleichnis vom verlorenen Sohn. Wenn wir uns einmal erinnern, der Vater hat ihm auf den Wunsch des Sohnes hin sein Erbe ausbezahlt. Er hat alles bekommen, was ihm zusteht. Übertragen, wir haben bekommen, was uns zusteht, Mutter Erde, als Geschenk, als Auszahlung, um damit zu lernen, umzugehen. Der Sohn verprasst es in kurzer Zeit, verliert danach in Armut und wirklich am Boden liegend auch alle seine Freunde. Er hat nichts mehr. Er hat wirklich nichts mehr. Er liegt getreten, erniedrigt im Staub. So. Da sind wir noch nicht ganz, aber kurz davor als Menschheit auf der Erde. Und dann geht in der tiefsten Phase der Resignation und der tiefsten Phase der Ohnmacht. Jetzt habe ich keine Verfügung mehr über irgendetwas. Im tiefsten jesuanischen Sinne, ich bin ohne Macht, geht so etwas wie ein geistiger Ruck durch ihn. Und er spürt, er muss den ersten Schritt gehen. Und er steht auf, er schüttelt den Staub ab und er macht sich auf den Weg, wie es heißt, nach Hause zum Vater. Und in diesem Moment kommt ihm der Vater mit offenen Armen entgegen. Dieses Gleichnis ist aus zweierlei Gründen für mich wichtig. Erstens, wir haben eine Bringschuld gegenüber dem Geschenk der Schöpfung, gegenüber dem Geschenk der Evolution. Wir stehen in einer Verantwortung. Das ist das eine. Das zweite, was uns diese Geschichte zeigt, wenn wir dieser Verantwortung in aller Energie und aller Aufrichtigkeit und mit ganzem Herzen gerecht werden und aufstehen und gehen wirklich, dann kommen uns Kräfte und Energien entgegen, die wir nicht sehen, die aber immer auch schon da sind und die uns auf diesem Weg führen werden. Davon bin ich auch zutiefst überzeugt.
Aber leider haben auch dieses Vertrauen und auch dieses Zutrauen in diese Energien, ja, nennen wir sie göttliche Energien oder wie auch immer, die Namen spielen keine Rolle, verloren, weil sie auch fast schon in die Vergessenheit gedrängt werden, selbst durch die Institutionen, die sich religiöse nennen. Und es wäre so dringend, die aus dieser Vergessenheit jeder für sich auch wieder neu zu entdecken. Ja, und es gibt gar nichts Schöneres. Ja. Und ich würde mal sagen, es sind drei Punkte, die ich da gerne noch erwähnen möchte. Etwas, was ich so für mich persönlich als mystische Trinität bezeichne. Das erste ist die Sehnsucht im Menschen. Das ist unsere stärkste Kraft, das ist unsere stärkste Energie. Noch zugespitzter formuliert, der Mensch wird Mensch überhaupt erst durch die Sehnsucht. Also das, was ihn über sich hinauszieht. Weil die Einsicht da ist, wir können ja unsere Maßstäblichkeit nicht alleine nur aus uns selber ziehen. So. Jede Sehnsucht im Letzten ruht und bezieht sich auf das absolute Selbst. Es ist die Ursprungssehnsucht des Menschen nach Vereinigung mit dem Göttlichen, mit dem Absoluten. Wohl spürend, wohl wissend, dass in unserer irdischen Existenz das nie ganz zu erreichen ist. Weswegen Paulus ja auch von der Spannung spricht zwischen dem schon jetzt und dem noch nicht. Und ist genau diese Spannung, die wichtig ist. Diese Spannung, die uns auf dem Weg hält. Das schon jetzt und das noch nicht. Und wenn wir diese Kraft der Sehnsucht einmal verstanden haben, als eine Wurzelkraft in uns, dann werden wir erkennen, dass die Sehnsüchte, die wir heute im Leben verabsolutieren, alles nur, nicht alle billig, aber viele billige Ableitungen sind. Ja, der Erfolg des Kapitalismus basiert auf der schamlosen Ausbeutung dieser edelsten Empfindungen des Menschen. Er hat die Sehnsüchte kanalisiert. Die Menschen sehen sich nach Produkten. Sie sehen sich nach Erfolg. Sie sehen sich nach Status. Sie sehen sich nach dem Eigenheim. Und darin dann wiederum immer mehr. Das sind alles diese kleinen Sehnsuchtsziele. Sie sehnen sich nach einem anderen Menschen und halten auch das für den Endpunkt. Wenn aber eine solche Sehnsucht gestillt ist, ist vorhersehbar, dass Leere auftaucht. Und spätestens dann sollte man merken, ich muss hier tiefer gehen, ich muss etwas nachspüren. Und indem die Sehnsucht auf den Ursprung zurückführen, liegt für mich eine ganz wesentliche Wegweisung und auch ein fundamentaler Kompass in unserer Existenz. Das Zweite ist, dass wir lernen, bezogen auf die existenzielle Kategorie in unserem Sein, und das ist die Zeit, uns aus der Umklammerung und der Versklavung von Chronos zu lösen. Also der Zeit, die uns drängt, der Zeit, die uns hetzt, der Zeit, wo der Sinn einer Sekunde darin besteht, die vorherige abzulösen, und während sie das tut, stirbt sie selber. Also eine Zeit, die an sich sinnlos ist, die keine Höhe und keine Niederpunkte hat, die keine Wertigkeit in sich hat, die quantitativ ist. Deswegen, das stammt ja aus der griechischen Mythologie, ja, Kronos war eine Schöpfergottheit, voller Eifersucht auf die eigenen Kinder, dass sie ihn irgendwann mal von der Macht ablösen könnten, und deswegen hat er seine Kinder gefressen. Zeitfresser, denn er war auch der Gott der Zeit. Aber die Mutter der Kinder, sie hat durch eine List ein Kind vor der Vernichtung bewahrt. Das war Zeus, der spätere Göttervater, der Kronos dann noch abgelöst hat. Und jetzt wird es spannend. Der jüngste Sohn von Zeus trägt den Namen Kairos. Und Kairos, das ist das Zweite, worauf ich hinaus möchte. Unser Zeitempfinden mehr und mehr hin zu Kairos zu führen. Denn Kairos meint, die Zeit ist besonders. Und jeder Moment besteht aus ganz besonderen Gelegenheiten. Die musst du erkennen. Du musst zugreifen, damit sie dir nicht entwischen, gleichsam. Kairos ist aber auch der Ausdruck von Heilszeit. Ja? Der evangelische Theologe Paul Tillich, er hat das in den Worten mal zusammengefasst in einer Abhandlung über den Kairos. Er hat zwei Texte geschrieben, Kairos 1 und Kairos 2. Und da hat er in Kairos 1
hat er geschrieben, Kairos, das meint, das Ewige bricht in das Zeitliche ein. Das Ewige bricht in das Zeitliche ein. Also in diesem Kairos-Bewusstsein stehen wir in einer untrennbaren Verbindung mit dem, was wir das Ewige nennen, was wir das Absolute nennen, was ich eben schon bezogen auf die Sehnsucht formuliert habe. Es ist immer da. Es ist immer da. Es lebt immer in uns. Wir müssen nur lernen, es zu sehen. Und zu sehen, dass jedes Jetzt und jeder Moment grundsätzlich diese Potenzialität hat. Auch wenn es natürlich ganz besondere Momente, schicksalhafte Momente gibt, die dann eine Größe haben, die etwas ganz grundlegend verändern können. Aber diese kleinen Kairui, diese kleinen Momente, die allenthalben da und verfügbar sind, sie führen uns auch zu diesen größeren Momenten hin. So, und jetzt gehe ich von diesem, dass dieses Absolute eigentlich immer um uns ist und Potenzialität in uns freilegen will, nochmal zurück zur Sehnsucht und zu der Frage, was Sehnsucht eigentlich meint und wo sie herkommt. Sie muss ja, könnte man sagen, einen Ursprung haben. Augustinus, den wir vorhin schon mal hatten, Augustinus hat gesagt, der Mensch ist die Sehnsucht Gottes. Der Mensch ist die Sehnsucht Gottes. Von ihm, durch ihn, auf ihn zugeschaffen. Das ist spannend. Der Mensch ist die Sehnsucht Gottes. Und alles, auch zwischen Gott und Mensch, ist Resonanz. Sonst könnten wir nicht glauben, sonst würden wir uns nicht strecken, sonst würden wir nicht Gnade empfinden oder was auch immer. Das ist eine Resonanzbeziehung, wie alles im Universum, auch zwischen dem Menschlichen und dem Absoluten. Das heißt in der Folge, wenn diese Ausgangssehnsucht da ist, Gottes nach dem Menschen, der Mensch als Sehnsucht Gottes, dann lesen wir auch in der Schöpfungsgeschichte, Gott schuf den Menschen ihm zum Bilde. Ja, er brauchte jemanden, der ihn erkennt, könnte man etwas flapsig formuliert sagen. Wenn das so ist, als Ursprung der Sehnsucht, dann ist das Göttliche immer da, wenn wir uns sehnen. Franziskus hat das auch auf den Punkt gebracht, indem er sagte, was du suchst, ist das, was sucht. Nochmal ganz langsam, was du suchst in der Sehnsucht, ist das, was sucht. Ich bitte alle, die jetzt mal gerade zuhören, nicht nur dich, Thomas, den Gedanken mal einen Moment lang ernst zu nehmen, wirklich in der Tiefe ernst zu nehmen. Das heißt dann, wenn wir uns in dieser tiefen Sehnsucht befinden, sind wir bereits angekommen. Nicht irgendetwas Abstraktes, das sich Sehnen selber ist das Ziel. Die Sehnsucht ist die Erfüllung, nicht das Defizit. Wenn du dich sehnst, kannst du in der Gewissheit sein, dass diese Sehnsucht von dir eine Antwort ist auf etwas anderes, das da ist, auch wenn du es nicht siehst. Von daher Sehnsucht und Kairos, zwei Spuren. Und ich hatte noch eine dritte genannt, die uns, oder möchte ich noch nennen, die uns weiterbringen kann. Und das ist für mich der kontemplative Weg und die kontemplative Haltung. Das heißt, immer wieder die Dominanz, ja, und fast schon Dogmatik des Denkens zu durchbrechen. Und dass wir alles erdenken könnten und alles geistig machen könnten und damit unser Gehirn permanent zumüllen, sondern einfach auch in die Spiritualität des Lassens hineingehen. In die Spiritualität der Hingabe, in die Spiritualität des sich fallen lassens, des sich anvertrauens, des sich wirklich vollkommenen Entleerens, damit wir überhaupt berührt werden können wieder, damit sich etwas in uns wieder neu füllen und dann auch regen kann. Ja? Im christlichen Kontext sprechen wir so gerne von dem Heiligen Geist, der weht, wo er will, ja? Aber mein Gott, wie soll der uns denn erreichen überhaupt? Wie soll der uns denn berühren, wenn wir gleichsam 24 Stunden permanent nur in unseren Gedankenwelten leben? Von daher ist das Kontemplative, also die innere Schau und dieses Kon, Templum, dieses Einswerden mit dem Innersten, mit dem Heiligsten, ein Schlüsselzugang auch zu unserer Sehnsucht. Ein Schlüsselzugang auch zu einer inneren Sensibilität, um diese Momente, wo der Himmel die Erde berührt, diese Kairos-Momente, zu spüren.
und dann entsprechend zu handeln. Vielen Dank. Darüber kann man lange nachdenken, dem kann man lange nachspüren. Es gibt uns viele Anregungen, auch dass wir gesucht werden. Und indem wir uns für diese Suche öffnen und uns berühren lassen von der Suche, sind wir eigentlich gemeint und können uns verändern und das strahlt in die Welt hinein. Ich möchte jetzt an dieser Stelle, wenn du nicht im Moment noch etwas Wichtiges hast, möchte ich gern, dass wir in die Murmelgruppen gehen. Und ich würde sagen...